Jo, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Geil. Hast deinen Kristall gefunden? Mach das nicht. Und mach dich nicht lustig. Sorry, will ja nicht, dass du dich schneidest. Der Stein ist höllisch scharf und, naja, super magisch. Es ist ein Amethyst. Er beruhigt, indem er einen mit schützender Energie umgibt. Ja, ich weiß. Bezeichne ihn dann nicht als Stein. Vielleicht denke ich nur, du solltest Verantwortung für deine Gefühle übernehmen und den Job nicht einem Kristall überlassen. Damit geht es mir besser. Und das scheinst du irgendwie nie zu schaffen. Okay, vielleicht war die Bemerkung blöd. Tut mir leid. Schon okay. Das ist weder die Zeit noch der Ort. Ich muss dir was sagen. Okay. Du hast den Kamerajob erwähnt, den ich abgelehnt habe. Ich habe dir nie die Wahrheit gesagt. Worüber? Es war kein Job, nicht wirklich. Wovon redest du? Kennst du noch meinen Freund Mary? Er hat ein Studio in Brooklyn aufgebaut. Bildende Kunst. Er wollte einen Partner. Das ist dein Traum. Ja. Es gibt keinen Cent zu verdienen, also dachte ich, du würdest zu Recht sagen, es wäre Wahnsinn. Denn das wäre es. Wieso hast du es nicht gemacht? Und mir nichts gesagt? Unwichtig. Hat sich falsch angefühlt, so habe ich abgelehnt. Du wärst eh zu kritisch gewesen. Du kannst deinen Instinkten vertrauen, ohne mir die Schuld zu geben. Wenn du sagst, dass es falsch war, war es falsch. Ich habe es abgelehnt, weil es... It would have taken me away from you. Ich nehme an, daran habe ich nicht gedacht. Ich wollte... Was willst du von mir hören? Ich habe wohl darauf gewartet, dass sich was ändert. Insgeheim hoffe ich es immer noch. Du hättest das vorher sagen sollen. Ich weiß. Ich mach das nicht nochmal durch. Was, wenn es diesmal anders ist? Ach komm, das ist unwahrscheinlich, das weißt du. Sorry, schätze, ich bin etwas verwirrt. Was war denn das jetzt für ein Kommentar? Wir sollten los. Aber ich glaube... Gehen wir zurück zu Aaron und hauen schnellstens ab. Zwischen den beiden, glaube ich, funkt es schon noch ein bisschen. Haben Sie Dumet gefunden? Charles scheint ganz heiß drauf, mit ihm zu reden, also vielleicht, ja. Ach, es könnte hier so schön sein. Ich würde gerne diesen Spiegel mal wegnehmen, wenn es denn gehen würde. Naja. Okay, liebe Leute, ich muss mal ganz kurz eine Aufnahmepause machen. Es geht gleich wieder weiter. Und da geht es auch schon wieder weiter. Gehen wir in das Spiel rein. Sehr angenehm, dass hier das Licht an ist. Wo ist denn das Zimmer? Oder geht hier gleich das Licht aus? Das klingt hier mega komisch. Der läuft bitte hier rum und schließt die Türen ab. Dumet? Sein kleiner Helfer im gelben Mantel? Wow. Warte. Was ist das? Scheiße, findet das irgendjemand etwa lustig? Wie kommt das hierher? Hast du das mitgebracht? Nein. Ist sie das? Ja. Shelby. Passende Nägel? Oh Gott, nicht. Wir haben sie immer gleich gemacht. Das ist er. Was? Das ist er. Im Hintergrund. Du kennst ihn? Irgendwie schon. Er war einfach so ein Typ, der immer da war. Wir waren manchmal auf den gleichen Partys, mehr nicht. Es war meine Schuld.
Du weißt, dass das nicht stimmt. Ich sollte sie treffen. In der Nacht, in der es passiert ist. Wir wollten was trinken gehen, auf eine Party. Ich hab verpennt. Es war eine große Sache, auf dem Campus nicht allein rauszugehen. Shelby hat auf mich gewartet, ich kam nicht und... Da hat er sie erwischt. Es ist okay. Es ist nicht okay, verdammt. Kann es nicht sein. Ich muss jeden Tag damit leben und jetzt weiß es jemand. Jemand wollte, dass ich das finde. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Das ist ein mieses Gefühl. Was zum Teufel? Kommt hier rüber, los! Charlie! Ja, aber das hat einen Haufen Geld ausgeben. Oh, scheiße. Fuck. Bleib ich mal zu langsam. Ich kann sie nicht halten. Hör zu. Ihr müsst verdammt nochmal hier raus, egal wie. Verschwindet von hier. Los! Jamie! Charlie! Was zur Hölle ist passiert? Ich... keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist... Oh ja. Ah! Bewegt sich nicht. Und was jetzt? Wir sind am Arsch. Es muss einen Weg herum geben. Ja, Wartungskorridore, Zwischenräume, unbedingt. Taschenlampe. Aber sowas von. Warum hast du das eigentlich vorher nicht genutzt? Ja. Geil. Was ist los? Demet, was zur Hölle ist sein Problem? Er war die ganze Zeit nervös. Ich hab's als Exzentrik abgetan. Zwischen Exzentrik und Maglos liegt ein himmelweiter Unterschied. Ich glaube, er hat... Also ich glaube, der Demet ist, glaube ich, schon wieder... Gehen wir das mal durch. Du hast Demet abhauen sehen. Hat er erkannt, dass hier ein Mörder ist und sich davon gemacht? Vielleicht. Oder aber wir haben Demet überhaupt nicht getroffen. Also ist er der Typ in der Maske? Na, also, meine Theorie, ne? Also, muss jetzt mal passieren, wir reden sonst die ganze Zeit. Also, ich glaube, der Demet, der wollte hier schon irgendwie eine Attraktion haben, wo dann Touristen kommen. Ich glaube, der war da schon der Positive. Dann hat er aber vermutlich jetzt irgendwie den Partner, einen Partner kriegt, der aber total fanatisch ist. Und der muss ihn dann vermutlich irgendwie bedroht haben. Ich glaube, das ist der Typ, den wir da beim FBI gehört haben. Und dann ist aber, ja, wobei, dann ist auch das hier, die alte Oma da oben. Ah, ich kann es doch nicht ganz zusammenfügen, was hier abgeht. Gehen wir wieder zurück. Vorrichtung, das ist ein ganz schöner Aufwand. Ja. Das war durchgeplant, von vorn bis hinten. Wir sollten alles finden. Was es noch wahrscheinlicher macht, dass der Typ auf der Fähre gar nicht Demet war. Ja, aber Ihre Theorie ist natürlich auch eine Option. Dass Demet umgebracht worden ist. Ja, das ist auch dicht. Er schickt uns halt genau dahin, wo er uns halt haben will, ne? Ich hoffe mal, diese Taschenlampe hat Longlife-Batterien. Ja, wir können nirgendwo hin. Na ja, gut, da geht's noch weiter. Probieren wir es mal. Was für ein Wichser! Was? Geil, ja, ist fake. Los, weiter. Genau wie Haus. Ich weiß, ich will nicht drüber nachdenken. Ja, ist ja angeblich ein 1:1-Replika von dem, was Holmes da gemacht hat. Als Touristenattraktion, glaube ich, spannend, in einem Mörderhotel zu übernachten. Aber hat wohl die falschen Leute getroffen. Ist das was für mich? Nee, ne? Puh. Kommt blau aus dem Raum raus. Ich versuche mich zu orientieren. Aber ich glaube, Aarons Zimmer wurde völlig abgeschottet.
Scheiße, Charlie. Wieso spielt er mit ihr? Weil sie sich am leichtesten fürchtet. Die Verwundbarste. Kennst du unsere Show? So was machen diese Soziopathen. Ja. Oh, was zur Hölle? Ist das ein Kind? Ah, oh, gut. Du hast auch eine creepy Kinderstimme? Ich dachte schon, ich wäre verrückt. Wo kommt das her? Das ist doch bestimmt wieder eine Aufnahme. Ja, das ist eine Falle. Hey, Moment. Ah, schon wieder die Münze. Wir können es dann später mal in die Bonusinhalten ein paar Sachen freischalten. Die muss man nämlich so manuell machen. Ich weiß gar nicht, ob das hier aus dem Spiel rausgeht. Sammlung an Charaktere. Ist das hier? Das sind die Geheimnisse. Bilder. Nee, ich glaube, das muss man im Startmenü vom Spiel machen. Charlie, komm her. Machen wir's auf. Ganz schlechte Idee. Oh. Ja, hab's doch gesagt, das ist eine Falle. Oh, scheiße. Oh, der Kühlraum. Okay, ich habe eigentlich was anderes erwartet. Oh, scheiße, die Vorahnung. Er liegt dann auf dem Tisch und kriegt auch so einen Haken oder sowas rein. Ja, super. Wir sind in einer verfluchten Matroschka. Was? Eine russische Matroschka. Also, eine Puppe, in einer Puppe, in einer Puppe. Drehst du langsam durch? Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wir sind hier eingesperrt in der Küche eines Hotels. Gestrandet auf einer Insel. Selbst wenn wir hier rauskommen. Fuck. Genau. Oder von der Insel. Vielleicht sollten wir eins nach dem anderen angehen. Zuerst der Raum. Du hast recht, natürlich. Natalie Morello. Oh, bist du... Ah, fuck! Heilige Scheiße. Das ist eine verdammte Leiche. Meinst du? Darf ich vorstellen, unsere Vorgänger hier? Das weißt du nicht. Vielleicht... Fuck! Da hast du wohl recht. Hier geht's gar nicht weiter. Exit! Ja, wett mal, dass es nicht der Exit ist. Ich hab ja nichts übersehen hier, oder? Ich würde jetzt echt nichts verpassen. Könnten wir uns nicht so einen Haken mitnehmen, dass wir irgendwie eine Verteidigungswaffe haben? Würde ich zumindest erstmal tun. Charlie! Die führt vielleicht raus. Guck, die schwingt raus. Die kriegen wir wahrscheinlich leichter auf. Zurück! Das habe ich nicht erwartet. Ja! Jamie! Scheiße, eine Falle! Au! Autsch! Fuck! Scheiße! Und ich weiß, sie kriegt von dem ganzen nix mit. Oh, sie hat das ganze Zeit aufgenommen. Ich krieg. Shit. Das müssen Sie hören. Warte. Ja, die Tür war vorher noch offen. Ach,
Leute? Hallo? Hey! Charlie? Mark? Jamie? Sie ist unglaublich ruhig dafür, dass sie wieder eingesperrt ist und auf einmal so ein Geheimgang aufgeht. Komm schon, komm schon. Sei kein verdammtes Weichei. Naja, immerhin Taschenlampe. Scheiße, ich kann das gar nicht oft. Taschenlampe an. Kann ich da auch das Audio-Ding anmachen? Okay, Behandlung von was? Oh, das haben wir doch schon mal gesehen. Okay. Das Silver Ash Institut. Was zum... Sind das Puppen? Moment mal. Mal ganz kurz Ton. Da ist ein Handy. Hab ich grad... Kann ich da atmen? Da habe ich Rauschen. Bitte mach keinen Scheiß. Warte mal, das leuchtet. Wieso kann ich denn da nichts machen? Ach, da untersuchen. Oh, was zur Hölle? Ich glaube, das sind echte Menschen, aus denen wurde dann irgendwie so Animatronik draus gemacht. Okay, keine Ahnung, was das sollte. Ja, ich schau mir das gleich an. Was? Ja? Who's the cutie that picked up? Fick dich, Jamie. Was? Laurel, total your type. You're so predictable, Jamie. Who are you? Please, my type is badass bitch. Was? Sie ist scheu, sie ist ahnungslos. Sie läuft immer mit einem verlorenen und verwirrten Ausdruck im Gesicht herum. Okay. Und hier dahinter. Scheiße, will ich das wirklich wegmachen? Ah, Jumpscare incoming, oder? Oh nein, das ist das eine Tisch. Was zum Fick? Charlie. Ich regel das am Wochenende. Wo tun sie es? Was? Das... Ey, Moment, das kann nicht stimmen, oder? Kann man das bitte nochmal untersuchen? Mr. Dumas, I want
Nee, das kann nicht sein. Nee. Und vor allem, was ist einfach falsch mit der deutschen Sprachausgabe? Haha, Holmes. Ist man sonst noch irgendwas? Nee. Das ist aber noch was Zweites. Aaron, hallo? Jamie! Jamie? Ja, Deepfake, würde ich mal sagen. Aaron, bist du da? Hallo? Hörst du mich? Was geht hier vor? Was? Du bist in Gefahr, Aaron. Wie kann... Du musst auf mich hören. Tu genau, was ich sage. Verwirrt, er sagt. Jamie, was ist hier los? Wo bist du? Ich weiß nicht. Hör einfach zu. Hör zu. Da drin ist ein Schrank. Du musst da rein. Und zwar jetzt. Wovon redest du denn da? Versteck dich, Aaron. Wieso sagst du sowas? Was geht hier vor? Aaron, jetzt. Vertrau mir einfach, okay? Da ist ein Schrank. Versteck dich. Ich glaube, das war die falsche Entscheidung. Das ist auch unser Psychopath. Das war doch 100 pro R. Das kann doch... Okay. Charlie? Jamie? Hallo? Wo zur Hölle sind Sie? Hoffentlich irgendwo in Sicherheit und wundern sich, wo wir sind. Kate, sieh mal. Was geht hier vor? Sind wir eingeschlossen? Sieht so aus, ja. Warte. Psst. Was? Psst. Hörst du das? Sind Sie das? Wo kommt das her? Da ist jemand im Restaurant. Nicht der Plan, Charlie. Das bist du. Tut. Also ich würde jetzt gerne euch trinken. Ich weiß, ich bin die Zielscheibe eures Spots. Das ist mein Los als Patriarch unserer kleinen Familie. Es ist so krank mit den Puppen. Jamie, ihr schafft so viel Arbeit wie sonst 10 Leute. Und Kate, trotz unserer Streitereien, bist du das Herz dieser Show. Bleiben die Leute dran. Was zur Hölle ist das? Mark, was machst du da? Bleib da bloß weg. Das ist mehr als krank. Ich weiß nicht, wo Charlie uns hier reingeritten hat, aber wenn ich Dumet sehe, mache ich ihn alle. Ja, auf jeden Fall nicht normal. Okay, das ist nur noch abgefuckt. Was zur Hölle geht hier vor? Okay, da sieht man nicht sehr viel. Muss ich das jetzt bei jeder Puppe machen? Hat jemand Mr. Dumet gesehen? Sieht man nicht sehr viel. Wird's ein bisschen ungeil, dass die Musik jetzt da so hoch geht. Auch nichts Besonderes. Und bei dir? Himmel. Sieht genau aus wie er. Nie im Leben hat hier jemand in den letzten paar Stunden gebastelt.
Aber warum sollte man das dann so vorbereiten? Hörst du das? Schritte. Und sie kommen näher. Oh, scheiße. Mit A wieder. Oh, bitte lass es nicht die falsche Person sein. Wohin? Jane. Okay, es war falsch. Okay, gut. Leute, was freue ich mich, euch zu sehen. Lasst uns hier bloß abhauen. Ephesam, schön, dass es dir gut geht. Was ist passiert, ja? Was passierte, als die Wand zuging? Demet hat seinen Hausmeister getötet. Was? Vor unseren Augen. Demet? Es ist eine Falle. Er hatte eine Maske auf und ich weiß, wie das klingt, aber das ist kein Witz. Und jetzt ist Santa Aaron her, wir müssen weiter. Hey, Moment. Wo ist Charlie? Weiß ich nicht. Wir wurden getrennt. Das passiert nicht wirklich. Hä? Oh doch. Damit er alles abschrecken kann, wenn unsere Leichen plötzlich... Das ist jetzt nicht wahr, oder? ...angeschwemmt werden. Körper. Tot. Scheiße, tot, schalt es ab! Tot. Was war das? Oh, scheiße. Das ist falsch. Ein Spaß oder von einem Tier oder so muss es sein. Nein, 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 niemals. Alter, fass es nicht an. Wow, Alter, na, wow. Oh, scheiße. Die sprechen echt. Ich sag doch, das ist so viel. Verschwinden wir hier. Alter, bleib zusammen, bitte. Die ist zu. Was ist los? Die andere Tür ist auch verschlossen. Dümmert? Sie wollen spielen? Kommen Sie raus. Sofort. Spielen wir, verdammt. Sag das bitte nicht laut. Das Ende... Oh, Mann, ey. Aber ich muss sagen, bis jetzt ist es ziemlich cool. Auch wenn ich super angespannt bin, aber es ist cool gemacht. Das Feuerzeug ist weg. So eine kranke Scheiße. Was haben wir hier? Hilft mir das? Untersuchen? Schlüssel. Oh, shit. Ein schöner heißer Schlüssel. Wow. Aber wird der jetzt nicht heiß sein? Was habe ich da links? Und hier gibt's auch noch was. Untersuchen. Ja, das ist Jamie! Mir schon Hallo! Jamie! Ich bin okay! Was mich jetzt ein bisschen nervt, das ist das eine Quicktime-Event. Da konnte ich jetzt jedes Mal nichts machen. Gesperrt. Naja, nicht mehr. Wir haben ja einen Schlüssel. Oh, hier liegt was. Erstmal das hier. Okay. Chicago Killer 1, erstes Opfer, Todesursache, Unterleibsverletzungen. Das Ohr des Opfers wurde mit einem sehr scharfen Gegenstand, möglicherweise einem Skalpell, entfernt.
Wir haben hier echt einen Killer-Treffen. Oh, John Flashback. Doe Nummer 2. Sie haben doch meinen Bericht über den ersten gelesen. Ähnlicher Tathergang. Unidentifizierter Mann mit mehreren Stichwunden. Die Wunden im Unterleib gleichen denen des ersten Opfers. Die Form der Eintrittswunden legt nahe, dass es sich um dieselbe Mordwaffe handeln könnte. Wir haben es wohl mit einem Souvenirjäger zu tun. Diesmal wurde das linke Ohr abgetrennt. Sauberer Schnitt. Vermutlich ein Skalpell oder eine Rasierklinge. Sehr ordentlich. Gute Arbeit. Hat sehr wenig geblutet. Das Opfer war vermutlich seit 30 bis 40 Minuten tot, als das getan wurde. Das ist anders als bei der ersten Tat. Wie Sie wissen, lebte der erste John Doe noch, als seine Zähne entfernt wurden. Das muss eine laute Schweinerei gewesen sein. Der Kerl lernt dazu. Cool. Es wird immer besser hier. So, gehen wir wieder zurück hier. Ja, auf der anderen Seite hat es auch noch was. KD. Logbook. General Conductors. Kann ich das irgendwie aufmachen? Ah ja. Okay, 17.01.2017, 17.19. Der größte Teil der Crew ist auf der Insel angekommen. Gesamte Ausrüstung zum Hotel hinaufgebracht. Treffen mit Hotelbesitzer Mr. Belknap. Untersuchung vor Ort hat begonnen. Die Aushubarbeiten im Keller des Hotels haben begonnen. Unleserlich. Die Arbeiten im Erdgeschoss im ersten Stock gehen planmäßig voran. Einige Geräte sind verschwunden. Wir haben meinen Bericht eingereicht und über... Einen Moment. Und über Belknap gemessen zum Vertragersatz angefordert. Ah, nein, das wollte ich jetzt nicht. Zurück. Wollte eigentlich nach unten weiterlesen. James Kelly hat das Projekt verlassen, hinterließ eine Notiz mit dem Hinweis auf einen Notfall und nahm aber nicht direkt mit mir Kontakt auf. Schriftlicher Bericht wird folgen. Die ersten beweglichen Wände wurden bereits aufgestellt. Beschaffung einer Kopie der Baupläne für Mr. Belker. Beginn der Arbeiten, Unterstützen der Kellerdecke. Okay, nächste Seite. Hallo, nächste Seite. Hallo. Warum kann ich jetzt... Wieso kann ich jetzt nicht weiterschalten? Ah, jetzt. Bobby hat mich hängen lassen. Zweiter verlässlicher Mann, der das Projekt fallen lässt. Barrenovierung begonnen. Klempnerarbeiten im Untergeschoss sind abgeschlossen. Die Renovierung des ersten Stocks soll nächste Woche abgeschlossen sein. Barrenovierung abgeschlossen. Die Projekteffizienz ist gut. Wenn das so weitergeht, werden wir den vereinbarten Termin einhalten. Alle beweglichen Wände abgeschlossen. Ich glaube, mehr haben wir nicht. Ich kann nochmal nach links gehen. Ah, es geht nochmal weiter. Signalempfänger installiert. Weitere Berichte über fehlende Geräte. Dritter Ersatzantrag in diesem Monat eingereicht. Projekt zum vereinbarten Termin abgeschlossen. Der Eigentümer bittet um zusätzliche Arbeit im Spa-Bereich unter dem Hotel. Da nur noch eine kleine Notcrew auf der Insel ist, werden wir eine erste Kosteneinschätzung vornehmen, während wir auf eine Rückmeldung von Kelly warten. Nachricht von Kelly erhalten, die verbleibende Crew, Laura, Monika, Ryan, Frank und ich werden mit der Arbeit im Spa fortfahren, bis die Crew zurückkehrt. Ryan hat mir eine Nachricht hinterlassen, dass er seine Mutter nicht gut geht. Ich bin sicher, sie ist vor Jahren gestorben. Ich werde sehen, ob Mr. Belker mir erlaubt, ihn zu kontaktieren. Okay. Was? Was zur Hölle war das? Ich glaube, du bist gleich tot. Das glaube ich. Okay. Das ist vermutlich hier auf der anderen Seite. Und können hier was drücken. Na gut, ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Ich werde erstmal eine kleine Aufnahmepause machen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns
der nächsten Episode. Puh. Ich glaube, das wird noch so viel schlimmer hier. Aber macht Spaß. Also, bis dann. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.